Hallo Leute, ich bin Danny und ich lerne Deutsch schon insgesamt 3 Jahre lang. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Fortschritt. Ich habe sehr viel gelernt, besonders natürlich seit ich in Deutschland gekommen bin. Heute bin ich am Königssee. Also letztes Mal, als ich mein japanisches Fortschritt-Video gemacht habe, war ich am Bodensee und heute bin ich am Königssee. Und ich habe online gesehen, dass es sehr, sehr schön ist. Und ich wollte hier kommen und dieses Video machen. Also ja, wie gesagt, ich bin sehr zufrieden mit meinem Fortschritt. Also ich kann jetzt schon, ich würde sagen, ein bisschen fließend wahrscheinlich schon reden. Aber ja, mit Lesen und etwas auf Deutsch anzuschauen, ja, es ist nicht so einfach für mich noch. Aber reden kann ich schon, ja, nicht schlecht, würde ich sagen. Also, ja, ich wohne und arbeite immer noch in Deutschland und ich nutze natürlich immer Deutsch auf meiner Arbeit. Und ich rede ja auf alle technischen Sachen Webentwicklung auf Deutsch. Und ja, es ist sehr gut für meine Fortschritt. Ich kann viel, viel schneller so lernen. Und ja, es fühlt ein bisschen wie ein Cheatcode, wenn man in das Land lebt und oder wohnt und ja, immer auf die Sprache redet. In Japan hatte ich so eine Erfahrung, gar nicht, weil da gab es Corona und ja, ich konnte nicht jeden Tag so einfach Japanisch nutzen. Natürlich, als ich hier gekommen bin, war mein Deutsch viel, viel schlechter und es war ganz schwierig für mich, so im Alltag Deutsch immer zu nutzen. Und meine Kollegen bei meiner letzten Arbeit konnten Englisch nicht so gut. Aber das war, ich würde sagen, ein Vorteil, weil ich immer Deutsch nutzen müsste. Und sogar mit den Kollegen, die schon Englisch ganz gut könnten, habe ich immer gesagt, lass uns bitte auf Deutsch reden oder sprechen, sodass ich besser lernen kann. Bis jetzt habe ich hier schon über ein Jahr gewohnt und gearbeitet und ja, mein Deutsch ist jetzt viel, viel besser. Wahrscheinlich ist es, also der Unterschied zwischen diesem Video und meinem letzten, also 2 Jahre Video, ist es das größte Unterschied, den ich auf meinem Kanal schon in meine Fortschritt-Videos gezeigt habe. Aber wie gesagt, es ist natürlich viel einfacher, auf eine Sprache besser zu werden, wenn man in das Land wohnt. Aber ehrlich zu sein, ich muss immer noch ziemlich oft also meine Kollegen oder Freunde wegen neuer Wörter fragen, weil ja, mein Vokabular ist noch nicht so gut. Immer wenn ich neue Wörter, oder fast immer, wenn ich neue Wörter höre, gucke ich in eine also ein Übersetzer, also Leo nutze ich, was es heißt. Und ja, dann, wenn ich so oft mache, lerne ich ziemlich schnell neue Wörter. Es ist sehr überraschend schon zu denken, dass ich 5 Sprachen sprechen kann. Also das ist jetzt Tschetschenisch, Russisch, Englisch, Japanisch und Deutsch.
Vorher habe ich nie gesagt, dass ich Deutsch spreche, weil also vorher war mein Deutsch sehr schlecht und da habe ich auch für, was war es, 4 Jahre oder 3 Jahre eine große Pause gemacht. Und ja, bis letztes Jahr habe ich nie gesagt, dass ich Deutsch spreche, aber jetzt kann ich natürlich das sagen und ja, jetzt kann ich auch sagen, dass ich 5 Sprachen sprechen kann. Und ich mache wahrscheinlich bald noch ein Video, wo ich alle meine Sprachen spreche. Wegen meinem Sprachbuch Assimil bin ich jetzt auf Kapitel 89 und ich habe jetzt dann nur 12 Kapitel übrig. Und ja, danach werde ich wahrscheinlich also keine aktive Lernen, Studium machen auf Deutsch, weil es schon genug ist, dann danach einfach auf Deutsch hier zu sprechen und also neue Wörter immer im also Übersetzer gucken. Und ja, so kann ich wahrscheinlich ganz fließend werden. Also außer Assimil brauche ich keine zusätzlichen Sprachbücher. Ich habe es letztes Jahr schon gesagt und ich sage es immer noch. Also Deutsch ist viel, viel einfacher für mich zu lernen. Also ja, als ein Russisch- und Englischsprecher ist Deutsch sehr einfach zu lernen. Und man muss nicht tausenden also Zeichen lernen. Also diese Kanji muss man gar nicht lernen. Und die Aussprache ist, also für mich ist nicht schwierig. Auf Japanisch musste ich viel mehr üben. Und ja, meine japanische Aussprache ist wahrscheinlich immer noch nicht so gut. Es ist komisch, dass ich viele Deutsche höre, die sagen, dass Deutsch so eine schwierige Sprache ist. Aber ja, ich finde es gar nicht so schwierig. Wenn ich Assimil also beendet habe, will ich eine neue Sprache also anfangen. Ich sage es heute nicht. Ihr müsst warten auf mein nächstes Video. Wegen Medien auf Deutsch habe ich leider nicht viel zu sagen. Also TV-Shows oder Filme oder sowas habe ich gar nicht angeschaut. Aber ich plane in Zukunft ein Buch auf Deutsch zu lesen. Aber wahrscheinlich nach ich The Winder Bird Chronicle gelesen habe, weil ja, ich will nicht gleichzeitig 2 Bücher auf eine Fremdsprache zu lesen. Und dann, hier ist die große Frage, ist mein Deutsch besser oder mein Japanisch? Und das ist schwierig zu sagen, aber ich denke, dass mein Japanisch immer noch besser ist. Ich kann auf Japanisch tiefere Themen besprechen schon, aber ja, auf Deutsch ist das viel schwieriger für mich. Aber ich kann auf Deutsch also so schneller sprechen, fließender sprechen. Aber ja, mein Vokabular ist noch ziemlich scheiße. Aber ich mache Fortschritt mit Deutsch viel, viel schneller als mit Japanisch, weil natürlich, wie gesagt, es ist näher zu meinen anderen 2 Sprachen und ich wohne jetzt in Deutschland und nutze Deutsch jeden Tag fast. Es ist schade, aber vielleicht wird mein Deutsch irgendwann besser als mein Japanisch. Wow, was für ein schönes Blick. Das ist sehr, sehr schön. Es ist schade, dass man es auf Video nicht so gut, also ja, nicht so gut sehen kann. Vor Ort ist es sehr, sehr schön.
Also ich denke, dass das ein gutes Platz zu beenden ist. Sehr schön hier am Königssee. Ich empfehle, wer hier kommen kann, empfehle sehr. Die Blicke hier sind sehr, sehr gut. Vielen Dank für mein Video anschauen und bis nächstes Mal.